So, und heute habe ich was besonders Geiles für euch. Und zwar möchte ich euch zeigen, wie Profis Thumbnails designen und wie das dazu führt, dass du deine Reichweite vor 5, vor 10, vor 20 und vor 100-fachen kannst. Let's go! Was echte Profis nämlich niemals machen, ist einfach nur in Photoshop sich hier so ein Bild in 16:9 zu nehmen und dann sich ein Thumbnail zusammenzustellen. Weil dann hast du oft das Problem, ich habe es schon oft in Videos angesprochen, du wiederholst eigentlich bloß das Thumbnail, du hast eigentlich gar nicht den Einblick, wie das dann mal wirken wird. Nein, Profis gehen anders vor, Profis designen die Thumbnails direkt in der YouTube-App. Das heißt, wir können die ganze Zeit sehen, was ist der Titel, passt das zum Thumbnail, wirst du die Aufmerksamkeit davon finden und wie das alles funktioniert, das schauen wir uns jetzt an. Der erste Step ist es, eine Wettbewerbsrecherche zu machen, das heißt, du hast ohnehin hoffentlich deinen Titel und deine Topic, also dein Thema, so ausgewählt, dass du vorher schon Wettbewerbsrecherche gemacht hast. Der nächste Step ist es, dir zu überlegen, über welche Funktion von YouTube möchtest du das Ganze gern verbreiten. Du hast zwei Optionen, die du auswählen kannst. Einmal hier über die Startseite oder über die Suche. Das heißt, Suche wäre jetzt hier, wenn ich jetzt irgendwas suchen würde, zum Beispiel Thumbnail erstellen. Wenn wir gerade mal ein Thumbnail zum Thema Thumbnail erstellen machen, das heißt, hier zum Beispiel in der Suche zu landen oder ob das Ganze über die Startseite laufen soll, wie hier zum Beispiel, dass die Videos direkt über die Startseite laufen. Wir nehmen jetzt mal an, es soll über die Startseite sein. Da gibt es eigene Besonderheiten, was das eine mehr bringt als das andere, aber Startseite kann wesentlich schneller wachsen. Deswegen nehmen wir jetzt die Startseite. Und das heißt, wir setzen uns als erstes damit auseinander, welche Konzepte funktionieren gut? Also was hat schon in der Praxis gezeigt, dass Leute sich das anschauen? Und du siehst hier, Filmbuch ist jetzt ein englischer Channel zum Thema YouTube-Kanal erstellen. Und du siehst eben hier, was sehr gut oft als Konzept funktioniert. Du hast halt hier so einen Graphen, wie von so einem YouTube-Kanal. Und der zieht nach oben weg. Das heißt hier, du siehst das jedes Mal wieder als Konzept. Also es heißt Before and After. Das heißt, du musst erstmal das Thumbnail abstrahieren. Das heißt, du analysierst den Wettbewerb. Das heißt, du schaust beim Wettbewerb, okay, so lief das Video ab. Und es hatte ein paar Elemente. Warte, ich mache das nochmal ein bisschen größer. Also, so ein Thumbnail besteht hier zum Beispiel, was ich dir gerade gezeigt habe, das bestand halt im Wesentlichen daraus, dass du eine Kurve hast und dann ist es aus irgendeinem Grund abgehauen. Also das ist hier das von dem Konzept ein Part davon und das ist hier, das war jetzt hier der Chart, den werden wir einsetzen. Dann haben die auch oft irgendwo drauf gezeigt, also das heißt hier, das ist unser Part 2. Part 2, die haben zum Beispiel einen Pfeil genutzt, um zu zeigen, okay, hier muss was passiert sein. Und dann hatten die hier irgendwas, irgendeinen Text dazu, also hier der Text. Und das heißt, dort müssen wir nochmal näher ins Detail gehen, was wir dort einsetzen. Text oder irgendwas hatten die dort auch noch mit im Konzept mit drin. Und was die auch noch mit drauf hatten, war eben hier oft eine Person, sehr groß mit drin zu sehen und die ist oft erstaunt gewesen. Und das ist unser Punkt Nummer 4. Und dann Punkt 5 ist es natürlich hier, einen sehr geilen Titel zu haben. Das ist dann Punkt 5. Aber das ist das Konzept und das heißt, genauso musst du auch dann in deinen Designprozess mit reinspringen. Und das heißt, wenn wir uns jetzt hier mal was zum Thema Thumbnail Design mit raussuchen, würde ich jetzt hier sowas mit nutzen, also hier so ein Chart, das ist jetzt hier so ein 24-Stunden-Chart von YouTube. Hier haben wir irgendwie Views. Hier hat er jetzt kein Gesicht genommen. Wenn ich jetzt das Video für meinen Kanal machen würde, ist es so, dass die Leute in mich vertrauen, in meine Infos. Das heißt, ich nehme mir das mit rüber. Und das heißt, was du dann dafür brauchst, ist eben hier eine Photoshop-Vorlage. Und das heißt, der erste Punkt, den wir haben, ist halt hier den Titel zu optimieren. Und das heißt, ich habe hier schon mal ein bisschen was vorbereitet. Wir starten immer mit hier. Der Videotitel kommt hier rein. Und dann, das war hier mein initialer Gedanke, wir starten mit, so erstellt man zweimal bessere Thumbnails, aber das zieht keinen Klick an. Das heißt, ich habe das noch ein bisschen variiert, man könnte hinten krass ransetzen oder was du auch machen kannst, ist hier, dass wenn das für die Suche optimiert wäre, würdest du es eher so bauen, Video, YouTube Thumbnails erstellen, in drei einfachen Schritten, Klick, Starke und so wird es dann in der YouTube App schon aussehen. Und das ist halt wichtig, dass du weißt, wie es schon in der App aussieht. Das heißt, wir nehmen den hier. Das nächste, was wir dann machen hier auf dem Blank Canvas, ist, wir starten erstmal mit einer Person. Ich schaue mal rein, ich habe das schon ein bisschen vorbereitet. Also das heißt, du nimmst halt hier eine Person, du kannst sie halt hier bewegen und du überlegst dir dann, okay, wie will ich die positionieren? Ganz wichtig bei den Thumbnails ist es halt, dass du die Person oft sehr groß siehst. Und das heißt, hier, das muss jetzt was sein, da bist du oft im
Alt-Tab drücken und schaust dann halt beim Wettbewerb wieder vorbei. Wir haben dies gemacht, oft solche erstaunten Gesichter oder halt hier unglaublich, habe ich jetzt mit dem Titel drin. Das heißt, ich würde auch eher was nehmen, was nie unbedingt das hier ist oder auch nie eher das hier ist, sondern eher, also kurz, was wollen wir nehmen? Das hier. Das passt eigentlich ganz geil rein und das werden wir nehmen. Das heißt hier, ein unglaublicher Tipp. Wie will ich den aufbauen? Ich könnte es so machen, also das heißt sehr weit reinkroppen, aber ich kann halt schon immer die ganze Zeit sehen, wie das Ganze dann aussehen wird. Ich habe es hier mal in so ein paar Schritten vorbereitet, damit wir hier nie ewig zusammen sitzen. Das heißt, erster Step, gucken, was hier die richtige Person ist. Dann, let's go for it. Ah, hier haben wir ihn schon. Dann ungefähr das Framing bestimmen, wie groß will ich die Person im Bild mit drin haben. Auf jeden Fall mal noch einen Grafikeffekt mit draufsetzen, einfach damit es mehr Kontrast hat. Kontrast zieht Aufmerksamkeit, wir brauchen Aufmerksamkeit. Dann Hintergrund festlegen, wie will ich den ungefähr aufbauen, hier vom Framing her. Du hast eigentlich immer zwei wesentliche Aspekte, die du bei so einem Thumbnail nutzen kannst. Das ist entweder rechts oben oder links oben. Du musst halt hier noch auf die Schutzzone achten, hier zum Beispiel. Und dann habe ich jetzt mal gesagt, wir nehmen Wiedergabezeit, so als ein Punkt, der natürlich geil ist. Das habe ich mir einfach gescreenshottet aus dem YouTube-Studio. Und hier sehe ich jetzt, das ist ein 7% mehr. Das zieht keine Aufmerksamkeit. Lass mal noch richtig was draufhauen. Lass mal 9000 Wiedergabestunden hier draufsetzen. Und das ist mir aber irgendwie noch zu klein. Das machen wir größer. Und dann haben wir noch hier vom Konzept her einen Pfeil. Und zack. Und dann lege ich noch so eine Sichtbarkeitsmaske mit drauf, damit du das halt besser sehen kannst, damit dein Auge wesentlich stärker geführt wird. Und das ist halt super wichtig, dass du immer darauf achtest, dass wenn du deine Thumbnails gestaltest, sieh die schon in der App. Denn in der App kommen mit Abstand die größten Zugriffe von YouTube her. Das sind über 90% oder 80-90%, je nach Zielgruppe, wo das Ganze herkommt. Und das heißt, wenn du dein Thumbnail designst und du bist dann damit happy, dann sieht das so aus. Du nimmst dann halt dein Thumbnail, so wie es dann da ist, und dann drückst du einfach nur noch auf Abschneiden. Also hier zum Beispiel, zack, klack. Und das ist dann dein Thumbnail für das Video. Und das heißt, du hättest es niemals so designt, wenn du einfach nur so davor sitzen würdest und ein Thumbnail entwirfst. Aber das ist im Endeffekt der große Clou dabei. Das heißt, du musst dir überlegen, wie wird das Video, weil das Video wird verkauft. Du musst immer erst den Klick verkaufen, bevor du das Video hast. Und das heißt, du musst dir erst überlegen, wie baue ich das Thumbnail und den Titel gemeinsam auf, dass es Aufmerksamkeit und Interesse weckt. Denn das ist das Wichtigste. Jemand, der nicht auf dein Video klickt, wird es auch niemals ansehen. Und das heißt, dieser Thumbnail-Prozess, die ganz Großen, die kümmern sich nur darum. Die bauen mehrere Mockups, die bauen mehrere Muster, bevor die jemals ein Video produzieren. Weil die wissen, wenn ich jetzt so in diesem trockenen Mockup schon nicht draufklicken würde, dann wird auch niemand dieses Video anschauen. Und das heißt, du musst dir immer überlegen, wie baue ich mein Thumbnail und meinen Titel auf, und das Beste ist, dein Thumbnail einfach im mobilen Layout zu machen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass dem auf jeden Fall noch ein Like da und dann sehen wir uns im nächsten Video.